Ja, hallo ihr lieben Leute. So wunderschön das Wetter heute auch ist, so betrüblich ist doch das, was uns in letzter Zeit zugestoßen ist, ein nicht ganz so angenehmer Grund, weshalb ich mich heute hier an euch wende. Ihr erinnert euch vielleicht, vor geraumer Zeit hat es eine Friedensdemonstration in Halle gegeben, auf der bin ich fotografiert worden, und zwar neben einem hochrangigen Mitglied der NPD aus Hamburg. Ich habe damals schon erklärt, ich kannte diesen Typ nicht, der kam auf mich zu, und binnen einer Minute oder unter einer Minute, die der Mensch vor mir stand, schoss ein Fotograf ein Foto. Dieses Foto fand dann den Weg ins Internet und natürlich unkommentiert, um das letztendlich zu erzeugen, was dann hinterher auch an mich reingetragen wurde, von wegen, jetzt sei ich ja ganz durchgedreht, ich würde mit Nazis rumhängen und so ein Kram. Der Witz ist aber, ich kannte den besagten Menschen überhaupt nicht, den Thomas Steiner-Wulff, so hat der wohl geheißen, der da vor mir stand. Und es war mir auch nicht möglich, da ich ja eine Person des öffentlichen Lebens mittlerweile bin, da irgendwie gerichtlich gegen vorzugehen und um meine Reputation da wieder herzustellen. Denn dieses Foto hat natürlich dafür gesorgt, dass einige Menschen extrem verwirrt gewesen sind, was denn da vorgeht. Aber das Gegenteil ist der Fall gewesen. Ich habe mich öffentlich dazu geäußert und bin von dem besagten Fotografen jetzt sogar auf Unterlassung verklagt worden. Also ironischer geht's, glaube ich, gar nicht. Aber nicht nur das, sondern ich habe auch seinen Ruf geschädigt und solle ganz bestimmte Sachen, die ich zu diesem Vorfall öffentlich erzählt habe, nicht mehr äußern und zudem ihm auch eine Schadensersatzsumme von 8.000 Euro bereitstellen. Ja, ihr Lieben, der Kampf für Frieden und Gerechtigkeit ist ein harter und wird im Augenblick bei uns letzten Endes damit quittiert, dass wir auch noch verklagt werden. Ja. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist in unserer Kriegskasse nicht allzu viel drin. Der ganze Prozess wird uns 3.500 Euro kosten, die wir in der Kriegskasse haben müssen, um den Prozess führen zu können. Wir müssen den Prozess führen. Es ist ein Zivilprozess, dem muss man mit einem Anwalt begegnen, den haben wir auch bereits eingeschaltet, denn wenn man das nicht tut, ist das ein Schuldbekenntnis, ein Schuldeingeständnis, und demnach stünde unserer Gegenseite eben auch alles offen bezüglich der immens hohen Schadensersatzforderungen. Nun, wir haben gerade keine 3.500 Euro, deshalb wenden wir uns an euch und erhoffen uns von euch eine finanzielle Unterstützung, um diesen Gerichtsprozess führen zu können und vor allem auch, um weitermachen zu können. Denn letzten Endes habt ihr ja mitbekommen, dass unsere Finanzen auch aufgrund der Tatsache, dass wir uns mit den Mahnwachen in den letzten anderthalb Jahren ziemlich verausgabt haben und die Leute dort auch nicht in der Lage sind, großartige Gagen zu zahlen. Das Gegenteil ist der Fall. Dass bei uns im Augenblick es auch darum geht, eben können wir mit der ganzen Sache weitermachen oder nicht. Dieser Prozess und der Verlust dieses Prozesses muss also irgendwie aufgefangen werden, sonst müssen wir uns ernsthaft überlegen, einer anderen Tätigkeit, beziehungsweise ich muss mir ernsthaft überlegen, einer anderen Tätigkeit nachzugehen, und kann den musikalischen Kampf für Frieden und Wahrheit in dem Fall eben nicht aufrechterhalten. Das wünsche ich mir aber nicht, ganz im Gegenteil. Ich wünsche mir weiterzumachen. Ich wünsche mir weiter Lieder zu machen, die die Schweinereien in dieser Welt aufdecken. Und ich wünsche mir auch weiter auf die Straße zu gehen, deutschlandweit, und den Menschen da draußen davon zu erzählen. Insofern bitte ich euch ganz eindringlich um Unterstützung. Wir blenden unsere neue Bankverbindung bzw. die Bankverbindung unseres Labels ein, auf die ihr gerne Spenden überweisen könnt, damit wir diesen Prozess führen können. Und wir hoffen dann natürlich, diesen auf jeden Fall auch zu gewinnen. Selbstverständlich, doch um das bestreiten zu können, brauchen wir eben besagtes Geld. Wir halten euch auf dem Laufenden, was den Prozess angeht, sofern uns das rechtlich möglich ist und wir uns damit nicht in Umstände begeben, die für uns schwierig sein könnten. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und halten euch auf dem Laufenden, und wir danken euch im Vorfeld schon ganz doll, ganz herzlich für eure Unterstützung. Macht's gut. Bis dann.